Patkin. Frage ihn mal, ob der eine verstopfte Nase hatte, sonst sind die doch empfindlicher. Ja, rechte Lunge, linke Lunge. Schulterblatt. Was ist da? Jetzt ist Ruhe. Ja. Ja, wollen wir rechts abbiegen Richtung... Rechts abbiegen. Ich denke, wir gehen erstmal rüber zur Insel und gucken mal nach den Bullen. Oh, ja, kommen wir mal. Hier noch rüber gehen. Da würde mich reizen, weil es ja eine Insel ist und ich habe ihn rechts nicht wegflüchten sehen. Vielleicht liegt er da ja ertrunken im See oder was. Jetzt Kasper. Ah, ich hänge hier fest. Ja. Muss ich dir eine Brücke bauen oder kriegst du Hatte sie? echt Probleme jetzt. Gott sei Dank festen Boden unter den Füßen. Dies war eine Elchkuh über 60 Minuten. Echo. Du weißt, was du stehst. Oh, guck mal, ein Planschebecken. Oh ja. Das ist aber nicht natürlich. Der ist doch ausgehoben worden, so eckig wie der ist. Jo. Moment reinstellen, dann kommt sie wieder raus. Ah, siehst du, da läuft der Bulle. Ha, wusste ich doch. Das ist ja das Schöne an der Insel, ne? Da gibt es bloß eine Möglichkeit zu entkommen. Schneiden wir mal den Weg ab.
Da läuft er. Er läuft immer rechts, links weiter. Pass mal auf, der haut nachher noch ab. Warte doch. Mein Reduzierer ist abgeklinkt. Komm. Der ist schon an der anderen Seite, ne? Denk nicht mal daran herzukommen. Da bloß ein Geweih im Gestrüpp. Wie hinten ist er schon mal. 180 Meter. Na gut, es war auch kein großer. Ich sehe auf 183 Meter. Heute ist er schon. Oh, können will er nicht? Was sind das denn? Mensch. Mal unseren Rufenden widerstehen. Jupp, Nein. jupp. Mach nicht mal Anstalten. Der zeigt uns sein bestes Stück. Ich bin gerade in ein tiefes Loch gefallen. Echt jetzt? Echt jetzt? Er ging auch mal so abwärts. Denk nicht mal daran. Oh, wieder runter. Hast du einen Hirsch gehört? Nö, ich denke, vielleicht ist ja was in der Nähe. Einfach mal ins Blaue schreien, mach ich schon mal. Ins Blaue callen. Ja, du willst ihn jetzt unbedingt haben, wa? Hast du gecallt? Ja. Habe ich nicht gehört. Ich habe wohl gesehen, dass seine Hand rauf und runter ging. Ach, das ist eine Kuh. Der Pulle ist weiter rechts von dir.
sehe ihn schon nicht mehr. Rechts oder links? Rechts. Da in der Gegend muss er sein, da. Sehen tue ich ihn nicht mehr. Die Außenbord hat eine Elchkugel. Angst allein. Ich hab keinen Baum sitzen mit. Jo, jetzt eher doch nichts. Weiblich. 70 Meter. Soll ich rufen? Da kannst du voll in die Breitseite brummen. Nö, lass mal auf eine Bogendistanz rankommen. Passt schon. Hast schon gecallt. Da läuft sie nämlich. Dreh dich mal um, da steht der Bulle. Oh. Da, wo ich den Punkt gemacht habe. Sie noch nicht? Weil ich die von hier sehen kann. Der kommt jetzt, glaube ich, wieder direkt auf dich zu. Wenn ich vielleicht nur noch schreien höre, dann rufe ich schon mal, ja, Hubschrauber. Der ist hinter dem Felsen ist er. Felsen, Felsen, Felsen. So, jetzt hast du ihn. Das brauchst du bloß mal klicken, der schreit ja. Ich aber keine Linie. Du warst das, ich ja gerade. Daneben? Ah, ja, war zu nah dran. Bisschen verschätzt. War schon unter 10 Meter. Was macht dein Bulle? Sie sind immer noch nicht? Nein.
ich. Ich call mal. Vielleicht kriege ich ja eher wie du. Wir haben gerade auch gecallt. Das ist eine Kuh, das ist uninteressant. Da ist er ja wieder. Also jetzt muss ich noch sehen, oder nicht? Da bleibt stehen, Scheiße, jetzt ist er ins Gebüsch Schilf gelaufen. Ah, ich hätte noch Entweder hat er sich da hingelegt oder er. mal. Hast du Verbandzeug mit? Ich bin von hinten platt gemacht worden, Ja, oder das von. war eine Kuh. Scheiße, wo kommt die denn her? Ja, warte, ich komm gleich. Die Kuh, die rennt hier Wo nämlich. muss ist die denn weggekommen? Die ist bestimmt von hinten gekommen. Deswegen drehe ich mich öfters mal.